Kitchen hat es in sich. Star-Koch Tim Melzer hat das Gericht zusammengestellt. Star-Geiger David Garrett und das HR-Sinfonieorchester liefern mit der Space Table Symphony den Soundtrack. Hab mich natürlich wieder gefreut, mit einem Orchester, vor einem Orchester zu stehen, zusammenzuarbeiten. Das ist ja auch schon ein bisschen was her. Und ich glaube, dass man vielleicht, wenn man sich das anhört, auch ein bisschen diese Emotion, die rüberkommt, vielleicht noch ein bisschen mehr bei dieser Aufnahme spürt. Denn das hat es in der Geschichte der Raumfahrt noch nie gegeben. Ein Mega-Event, das die Welt nicht nur symbolisch miteinander verbindet, die Vereinigung der Welt durch zwei universelle Sprachen, Musik und Kulinarik. Mal ein bisschen mit der Weitsicht auf unseren wunderschönen Planeten Erde zu schauen und den mal so kurz mal so zu umarmen und zu sagen, daraus mache ich jetzt ein Global Table, ja. Und alle Menschen sollen zur gleichen Zeit die Möglichkeit haben, das gleiche Gericht zu essen, dazu zu tanzen und dazu zu kommunizieren. Sich mal darauf zurückzubeziehen. Und jetzt gerade auch nach der Pandemie. Das Frankfurter Urgestein Bernd Reiter ist Visionär. Mit seinem Big City Beats World Club Dome begeistert er seit Jahrzehnten die Massen. Jetzt geht es ins Weltall. Und wie? ESA-Astronaut Matthias Maurer wird während seiner Mission Cosmic Kiss als erster Mensch auf der ISS ein komplettes Gericht gleichzeitig mit der ganzen Welt kochen. Das wird ein tolles gemeinsames Fest. Von uns im All aus werden wir 50 verschiedene Locations auf der Welt anfunken, werden unsere Erlebnisse, unsere Erfahrungen teilen. Ich hoffe auch ein riesiges Feedback von den Menschen auf dem Boden zu erhalten. Aber der Kerngedanke, den wir auch haben, ist, wir möchten alle Menschen mitnehmen. So sehen die Dosen aus, die mit auf die ISS fliegen. Aber was steckt nun drin? Es ist ein indonesisches Gulasch in der einen Dose. Und in der anderen Dose ist Reis mit Bohnen. Und dann wird es noch ein bisschen Joghurt dazu geben, dann noch mal ein bisschen Gewürze dazu geben. Und so können die Astronauten mal erstmal so wirklich ein bisschen kochen auch, aber reales Essen. Im Februar 2022 heißt es dann endlich, die Big City Beat Space Club Kitchen ist on air. Für alle, die so lange nicht warten können, der World Club Dome in Frankfurt startet am 3. September.